Du bist aber heute dabei, hier eine PV-Anlage zu installieren. Machen jetzt die Unterkonstruktion fertig. Was ist denn der Faktor, der jetzt mehr dafür spricht, dass du dich jetzt für eine PV-Anlage entschieden hast? Wo sind wir eigentlich, in welchem Bezirk? Und guck mal, wer da ist. Sind wir noch Wedding? Ich glaube ja. Ist noch Wedding, ne? Das ist der Jadpo. Hallo. Live aus Warschau. Du warst ja schon mal bei uns in der Sendung, ne? Ja, sicher. Zweimal schon. Ja, zweimal. So, und wir überraschen jetzt einen Kumpel von Julian. Den Thomas, weil Julian ist hier gerade PV aufbauen. Wir gucken mal, wie das hier aussieht. Ob wir hier irgendwo durchkommen. Julian geht ja nicht an sein Handy. Da baut auf jeden Fall irgendjemand was. Guck mal, da ist er. Was machst du denn da oben? Bist du mit dem Mountainbike unterwegs oder warum die Knieschützer? Wir versuchen mal hier unten eine Treppe nach oben zu bauen. Ja, und jetzt sitze ich hier bei Thomas. Thomas, das ist dein Dach, auf dem Julian gerade rumturnt. Woher kennst du Julian oder wie lange kennst du Julian? Ach, Julian kenne ich schon über 25 Jahre. Julian ist ein alter Studienkollege von mir. Wir haben zusammen Geografie studiert und seitdem sind unsere Familien freundschaftlich verbandelt. Und Julian darf jetzt bei dir auf dem Dach PV-Anlage installieren. Wie lange hat Julian auf dich eingewirkt? Also im Grunde genommen wirkt er ein, so lange wie mein Haus steht, seit 15 Jahren. Okay. Aber es sind ja immer viele Faktoren, die dafür oder dagegen sprechen. Und im Moment ist es halt so, dass mehr dafür spricht als dagegen. Und von daher startet die Aktion jetzt. Was ist denn der Faktor, der jetzt mehr dafür spricht, dass du dich halt jetzt für eine PV-Anlage entschieden hast? Weil das ist ja immer so das, was bei uns auch die Zuschauer sehr stark interessiert. Ne? Was ist es denn, was löste denn bei dir aus, zu sagen, ja, jetzt darfst du bei mir eine PV-Anlage installieren? Ich weiß zwar nicht, wie die Preise vor 15 Jahren genau waren, aber es ist natürlich einmal auch ein preislicher Faktor, dass die ganze Geschichte wesentlich günstiger geworden ist, als wie so vorher war. Der erste Faktor. Der zweite Faktor, Thema Nachhaltigkeit, viel in den Medien, viel im Gespräch, mein Beitrag zur Nachhaltigkeit, gekoppelt damit, dass ich mir vor einem halben, dreiviertel Jahren einen kleinen E abgekauft habe und der an meiner heimischen Steckdose jetzt lädt und ich natürlich dann auch gucke, wo kriege ich den Strom her, auch wenn ich Ökostrom beziehe, ist es doch schöner zu sagen, ich lade mein eigenes Auto mit meinem eigenen Strom auf. Ist natürlich, ja klar, die komfortabelste Geschichte und ist dann, glaube ich, auch das tollste Gefühl, wenn die Sonne scheint, man sieht, oh, da purzeln gerade so viele Kilowattstunden in den Akku rein und du hast, wie groß ist die Anlage, die du jetzt installieren lässt? Das sind 9 Module, 325 Watt. 325. Ja, Julian, er hat schon richtig gesagt. Genau. Das, darauf würde ich auch noch zu sprechen kommen. Du hast dich für deutsche Module entschieden. Also wirklich richtig. Nicht nur von der Firma, die jetzt nach Deutschland importiert und dann umlabelt, sondern wirklich in Deutschland produziert, ja? Ja, ich hatte das mit Julian abgesprochen und habe gesagt, guck doch mal, ob es auch einen Hersteller gibt, der in Deutschland produziert, einfach um die heimische Wirtschaft zu unterstützen. Wir waren ja mal Solarvorzeigeland und es ist schade, dass wir es nicht mehr sind, weil es entsprechende wirtschaftliche Entwicklungen gab, die dem entgegensprachen. Und so ist es mir eigentlich ganz wichtig, dass es ein deutsches Produkt ist, um die deutsche Wirtschaft zu unterstützen. Jetzt kriegt Julian Pflaster. Hier, yeah, Pflasterdienst. Machst du damit die PV-Module fest? Ja. Ich möchte dazu aber nochmal sagen, macht das nicht, das ist kein Aufruf, das nachzumachen. Ne? Macht das nur, wenn ihr wisst, was ihr hier macht und wenn ihr entsprechende Sicherheitsmechanismen habt. kW Peak-Anlage und ein Speicher kommt auch mit rein? Ja, richtig, einen Speicher habe ich auch unten im Keller.
der mir dann entsprechend den Strom an schönen Sonnentagen speichert. Und gekoppelt mit dem E-Auto hat es dann natürlich den Vorteil, dass ich dann immer mal das, was an Überschuss ist, ins E-Auto reinpumpen kann, den ich sozusagen als zusätzlichen Speicher nutzen kann, als zusätzliche Batterie nutzen kann. So dass ich gucken kann, wenn es dann der Sonntag wird, pumpe ich morgens noch mal ein bisschen Energie in den E-Ab rein und da kann dann den Speicher tagsüber wieder vollladen. Und du und deine Familie, ihr habt ein Auto oder zwei Autos? Wir haben zwei Autos. Und der andere ist noch ein Verbrenner? Der andere ist noch ein schöner Verbrenner, ja. Ich prognostiziere, das ist aber ein schönes Auto, der andere. Ich möchte nicht in Abrede stellen, dass es ein schönes Auto ist, aber ich prognostiziere, dass auf jeden Fall Zähneknirschen entstehen wird, spätestens wenn Julian die Anlage in Betrieb genommen hat. Aber vielen Dank, Thomas, erstmal dafür. Für deine Eindrücke, für deinen Weg. Und ja, ich hoffe, es hilft euch auch dabei, vielleicht bei der Entscheidungsfindung, was soll ich, womit soll ich anfangen. Es ist eigentlich egal, ob man mit einer PV oder mit einem Elektroauto anfängt. Klar ist, wenn man das eine hat, dann hätte man ganz gerne das andere auch. Genau. Weil das ist einfach die perfekte Kombination. Genau. So, ein bisschen überfallartig habe ich den Jatbo abgeholt. Der ist immer wieder... Komm ruhig mit ins Bild. Der ist ja heute sozusagen aus Warschau mal wieder in Berlin. Ne? Ja. Und wir wollten uns treffen, wollten ein bisschen quatschen. Und du bist aber heute dabei, hier eine PV-Anlage zu installieren. Genau. Habe ich mir aber nicht nehmen lassen, dich einfach mal von der Seite voll zu quatschen und deinen guten Kumpel Thomas einfach mal so zu fragen, wie er dazu kommt zur PV-Anlage. Was installierst du hier? 3 kW Peak? Wir machen knapp 3 kW Peak. Wir haben die 325er Module aus der Sonnenstromfabrik Wismar. Hat er, glaube ich, schon gesagt. Mhm. Deutsche Module hat er sich extra für entschieden. Und wir sind jetzt dabei, wir haben heute früh den Wechselrichter montiert, den Speicher aufgebaut. Hat es noch geregnet. Jetzt sind wir dabei, die Unterkonstruktion. 9,6 Kilowattstunden. Machen jetzt die Unterkonstruktion fertig. Das heißt, wir haben schon fast alle Schienen drauf. Und dann können wir für heute erstmal Schluss machen. Und morgen verlegen wir dann die Kabel unterm Dach und montieren die Module. Tja, ihr seht, es ist halt nicht irgendwie einfach so dahergesagt, sondern es ist der smarte Lehrer von nebenan, Teilzeit-PV-Installateur, Elektromobilitätsberater, Energieberater für Haushalte. Gibt es eigentlich was du nicht machst? Brot backen tust du total viel oft und gibst mir auch immer welche. Auch noch heute, ja. Tanzen, stimmt, heute ist Mittwoch, genau. Heute ist Mittwoch, heute wird ihr tanzt, ne? Zwischendurch auch Schule vielleicht? Ja, nee. Stimmt, Lehrer bin ich auch noch. Ja. Lehrer bist du auch noch? Ja, aber ja. Wenn man zwei so eine hervorragenden Mithelfer hat, dann... Die auch Lehrer sind? Sind einfach, ja, die auch beide Lehrer sind. Also Lehrer sind nicht doof. Musst du ein bisschen weiter hinkommen. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass es eigentlich schön ist, wie viel man an so einer Anlage selber mit aufbauen kann. Mhm. Manche Dinge muss man machen lassen. Manche Dinge kann man aber auch wirklich selber machen, wenn man ein bisschen Anleitung hat. Und diese Gefühl, das erlebe ich halt immer wieder selber, sich jetzt sein, du kennst es ja und du letztlich mit deiner Balkonanlage ja auch, selber an seiner Energie, ist ja egal, aber selber an seiner Energieversorgung was zu machen und mitzuhelfen, das ist schon echt, macht immer wieder wahnsinnig Spaß. Ich glaube, letztendlich den eigentlichen Elektroumschluss, ja. Den wird höchstwahrscheinlich ein Elektriker machen, oder? Na klar, also den Anschluss, den muss natürlich ein Elektriker machen, aber hier ist der Rest des Aufbaus so einfach, dass man das selber machen kann, ja. Auf jeden Fall, da muss genau. Man auch keine Angst natürlich haben. Natürlich machst du das auf eigenes Risiko, das ist völlig du machst klar. Ja, Jatbo, du machst auf deinem Kanal sowieso alles selber, du baust alles ich selber auf und schließt alles selber an. Mal alles selber, aber ich habe ja auch den Vorteil, ich bin in Ländern, wo das mit der Vorschrift auch nicht so... Ne? Da wird mit dir, werden wir auch nochmal einen Bericht machen. Ne? Du ziehst nämlich um, so ein paar Kilometer weiter südlich. Ich würde sagen, so 8000 Kilometer südlich. Von Warschau nach, wir sagen es jetzt noch nicht, ihr könnt mal bei Google Maps gucken. Und das Ganze wird höchstwahrscheinlich mal gucken. Da wird noch einiges kommen. Ich kann ja mal Afrika. Genau, ein Stück weit werde ich dich begleiten. Ja, da freue ich mich drauf. Ich werde dann auch in die Elektromobilität umschwenken. Und ich werde dann nicht Nordkap, wir fahren in die andere Richtung. Nicht schlecht. Südkap. Ja, nicht ganz so weit. Wäre schön. Ja. Aber da kommt noch was. Da auf jeden Fall dranbleiben. Und Julian, du machst die Abmoderation. Ich mache meine Abmoderation. Es ist, ich stinke und ich habe jetzt noch Bock, das noch eine Stunde fertig zu machen. Und morgen machen wir die Module aufs Dach und dann schalten wir das Ding mal testweise kurz ein. Darf man ja nicht laufen lassen, darf man nur mal testweise anschalten. Und dann müssen wir halt warten, bis das offiziell angemeldet ist und dann kann die Anlage richtig in Betrieb gehen.
Ja, und wenn ihr mehr solche auch lockeren Videos einfach mal für zwischendurch sehen wollt, denkt dran, abonniert den Kanal, ist nicht umsonst, aber komplett kostenfrei. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten. Wenn ihr einen Daumen nach unten gebt, dann schreibt aber auch in die Kommentare, warum und was euch nicht gefallen hat. So wie immer. Und genau, dann könnt ihr sehen, wo ich den Jadbo hinbegleite, ob Julian noch vom Dach fällt oder wie es mit Thomas seiner PV-Anlage weitergeht. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich sage tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Julian, der Nachbar hier nebenan möchte gerne nochmal mit dir, der hätte ganz gerne auch mal eine Ladung auf dem Dach. Auf seinem Asbestdach. Aber der hat, genau, der hat Well-Asbest. Ist das ein Problem? Nicht für mich.